WRFSI. Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craft Attack. Meine lieben Freunde, der Herr Earlyboy hat mich gerade im Chat hier gefragt, sag mal Revi, was eigentlich die Bedingung bei der Revolution beizutreten? Und ich meinte einfach nur so, Earlyboy, weißt du was, es gibt keine Bedingung, komm einfach rum und hilf uns mit. Leute, und genau das werden wir heute auch mal tun. Wir werden jetzt wieder helfen, hier das ganze Ding aufzubauen und groß zu machen. Heute Abend gibt es wahrscheinlich um 19.30 Uhr wieder einen Livestream, also wahrscheinlich guckt ihr dann einfach mal auf Twitter vorbei, ob es dann wahrscheinlich auch so stattfinden wird, meine Freunde. Kann ich euch nur empfehlen, tut das einfach mal, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch heute Abend wahrscheinlich sehen kann. Ich sage es extra ganz oft, wahrscheinlich, meine Freunde, weil es könnte eventuell sein, dass aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, die eintreten können, eventuell Livestream verschoben oder abgesagt wird. Das passiert aber im Regelfall nicht, deshalb schaut einfach auf Twitter vorbei, meine Freunde, dann geht ihr safe. Aber ich gehe zu 90% der Fälle davon aus, dass der Livestream heute Abend um 19.30 Uhr stattfinden wird. So, ich habe mir auch schon was überlegt, meine Freunde, was wir diese Folge machen können. Und zwar dachte ich mir, was haltet ihr davon, wenn wir hier vorne vielleicht erstmal die kleine Brücke rüberbauen? Denn ich habe mir am Dienstag im Livestream überlegt, meine Freunde, dass es eigentlich schon mal ganz Zeit wäre, wenn man hier eine Brücke rüberbaut. Ja, moin, ich habe das Holz wieder mal vergessen. Ich verdammter Vollidiot. Und wenn man dann quasi schon drüben die erste Kanoneninsel baut, sprich eine Insel, die letztendlich einfach nur ein bisschen geterraformt ist und damit drei kleinen Kanonen bestückt wird, meine Freunde. Mit drei einfachen TNT-Kanonen, die überhaupt nicht kompliziert sind zu bauen. Ihr kennt mein Design, Leute. Das ist super, super easy. Ihr kennt es alle. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit darüber. Wir nehmen mal ganz kurz hier die Klepplinge mit, damit wir da drüben die Sachen auch direkt wachsen lassen können. Da müssen wir uns nämlich keine Sorgen machen, dass wir immer wieder hin und her laufen müssen. Dann können wir nämlich direkt den Shit da drüben wachsen lassen. Dann passt das auch soweit. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, meine Freunde, was heute Abend im Livestream abgehen wird. Denn wir haben uns nochmal kranke Gedanken zur Waffentechnologie gemacht, meine Freunde, und haben auf jeden Fall gebrainstormt gemeinsam, welche Waffen könnten eventuell gegen die Spielerhorden, die letztendlich ja von euch repräsentiert werden, sinnvoll genutzt werden. Und da sind uns auf jeden Fall ein paar echt kranke Ideen gekommen, meine Freunde. Das werden wir dann heute Abend alles im Livestream hoffentlich präsentieren können. So, ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz hier rüber, Leute, und versuche jetzt mal ganz kurz hier schon mal das Ding soweit aufzubauen, beziehungsweise es so zu machen, dass es auf jeden Fall passt. Wir brauchen ganz kurz ein bisschen Erde, da unten ist zum Beispiel mal welche. Und dann habe ich mir überlegt, umrande ich das Ganze hier ein wenig mit Stein, meine Freunde, und gehe dann hin nach dem Brückenbau und fange dann schon mal an, eventuell die ersten Kanonen hier draufzusetzen, Leute. Dass wir quasi schon mal eine kleine, uneinnehmbare Insel haben, die ja dann letztendlich noch durch andere uneinnehmbare Inseln ergänzt werden soll. So, wir packen mal ganz kurz hier einen riesen, schönen Baum drauf, Leute. Das sollte auf jeden Fall an Holz ausreichen. Das Problem ist einfach, dass ich echt daran gewöhnt bin, Leute, diese ganzen Modpacks-Äxte zu haben und sowas, dass ich halt nur einen Schlag machen muss oder Ö drücke und der ganze Baum wird gefällt. Wenn ich hier Ö drücke, dann öffnen sich, glaube ich, die, ne, gar nicht. Keine Ahnung, wie das gerade passiert ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall passiert hier nicht viel, Leute. Deshalb bin ich es immer noch ein bisschen von Sky gewöhnt. Sky kommt übrigens heute Nachmittag auch nochmal online, meine Freunde. Also seid auf jeden Fall gespannt, wir haben da auch wieder krassen Fortschritt gemacht. Und natürlich gibt es auch nochmal eine kleine Sky-Weihnachtsfolge und natürlich nochmal Craft Attack-Weihnachtsfolge. Das wird auf jeden Fall alles definitiv kommen, meine Freunde. So, jetzt kümmern wir uns mal ganz kurz hier um ein bisschen von Holz vor der Hütte, Leute, dass wir schon mal den Baum hier runtergeknackt kriegen. Ey, ganz ehrlich, Mann, es ist 11:30 gerade im Ufo, Leute. Ne, es ist 11:40 sogar schon, Leute. Ich sitze hier immer noch, wir haben heute den ganzen Tag an einer Sache gedreht, die euch wirklich den Atem in der Kehle stecken lassen wird. Das heißt, ihr werdet dieses Video sehen und so machen. Genau das wird passieren, Leute. Meine Stimme ist extrem heiser. Warum das der Fall ist und wieso und was überhaupt da auf euch zukommt, wartet einfach mal ab, Leute. Nach Weihnachten wird was Krasses gedroppt werden und ich kann euch nur verraten, es hat auf jeden Fall ein bisschen was mit Musik zu tun. Mehr sage ich dazu jetzt einfach mal gar nicht. So, wir bauen, wie gesagt, mal diesen ganzen hässlichen Kackbaum hier ab, Leute. Dann können wir direkt loslegen und diese Insel ein wenig verschönern. Generell muss ich die Insel ein wenig in Shape bringen, weil ihr seht vielleicht, dass die nicht unbedingt die schönste Form zur Verteidigung hat. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, mit so einem niedrigen Strand, da ist es für euch ein Kinderspiel, einfach raufzulaufen. Dementsprechend müssen wir auf jeden Fall erstmal hingehen, Leute, und den Strand ein wenig aufstocken, beziehungsweise die Insel erstmal ein wenig verstärken durch eventuelle Holzplanken und auch eine kleine Mauer, die die Insel dann später umgeben wird. So, passt mal auf. Ich würde sagen, wir klatschen hier mal ganz kurz ein paar Seared Bricks dran, beziehungsweise ein paar von diesen Stone Bricks. Die sehen immer ganz nice aus, meine Freunde, und machen auf jeden Fall mit dem Holz einen richtig schönen Kontrast. Der liebe Herr Rotpilz hat sich das zur Aufgabe gemacht, das Ganze nochmal ein wenig auszuarbeiten, beziehungsweise so zu verschönern, dass es auf jeden Fall nochmal ein paar mehr Kontrastfacetten gibt, weil momentan ist es halt so, dass der einzige Kontrast zwischen Holz und Stein besteht. Das reicht mir meiner Meinung nach nicht aus und ich hätte gerne noch ein paar mehr Kontraste da drinne. Da kümmert sich aber dann in die Tage der liebe Rotpilz drum, meine Freunde. Da kann ich euch auch auf jeden Fall nur empfehlen, mal bei ihm am Kanal vorbeizuschauen. Da kommen nämlich auch sehr interessante Videos zur Revolution immer mal wieder online, meine Freunde. Aber das soll jetzt auch gar nicht Thema der Folge sein, sondern es geht jetzt erstmal darum, dass wir, wie gesagt, diese kleine Insel ein wenig uneinnehmbarer für euch machen. Denn wie gesagt, ich bin einfach echt mal gespannt. Leute, wir wissen ja noch gar nicht, wie viele Leute überhaupt mitspielen werden, beziehungsweise wie viele Leute beim großen Revolutionsbattle eigentlich teilnehmen werden und wie viele Plätze der Server haben wird und so weiter und so fort, Leute. Das sind alles noch Dinge, die stehen quasi noch offen. Wir müssen generell mal gucken,
und wie das generelle Interesse ist. Falls ihr einer der Interessierten seid oder eine der Interessierten, lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da, damit wir ungefährst abschätzen können, wie das aussieht mit dem Interesse, Leute. Und dann werden wir wahrscheinlich dafür immer extra ein Forum anlegen und so weiter und so fort. Also macht euch da keinen Kopf. Das wird auf jeden Fall professionell von uns hier durchgeführt werden. So, das geht aber schon mal gar nicht, wo wir gerade von professionell reden, Leute. Das sieht hier auf jeden Fall überhaupt nicht gut aus. Ja, das muss auf jeden Fall hier schön überblendet werden. Da können wir keinen Sand gebrauchen, Leute. Ich glaube, das muss auf jeden Fall alles hier aus festem Ziegelstein sein. Denn ganz ehrlich, Leute, Sand ist relativ schnell abgebaut. Und gerade für euch flinke Hände ist das viel, viel zu einfach. Da muss auf jeden Fall etwas Härteres hin. Viele Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, hey Revi, wieso baust du eigentlich alles aus Obsidian? Ganz einfach, Leute, Obsidian sieht einfach extrem kacke aus. Und ich habe mir überlegt, okay, ein komplettes Nest aus Obsidian, Leute, hat sicherlich seinen Reiz, aber wir sind halt keine komischen Feuermagier oder irgendwelche Vulkanmenschen, sondern wir sind halt immer noch normale Kerle, die gerne eine unannehmbare Festung bauen würden. Und allein aus dem Grund, meine Freunde, fällt Obsidian für mich als Baumaterial, zumindest als komplettes Baumaterial, erstmal raus. Was aber auf jeden Fall stattfinden wird, sind Verstärkungen der Welle durch Obsidian. Das heißt, wir werden die Mauern doppelt anlegen, meine Freunde, und immer mal wieder kleine Obsidian-Streben bzw. doppelte Obsidian-Wände und so weiter und so fort einbauen, damit es euch deutlich schwerer ist, da reinzukommen. Ey, Leute, ihr hört es vielleicht gerade an meiner Stimme, die ist extrem gebumst, Leute. Ich bin echt ziemlich müde, Leute, aber ich freue mich auf jeden Fall, jetzt immer wieder jeden Abend hier zurückzukehren bei der Revolution und immer was Neues für euch zu entwerfen. Vor allen Dingen werde ich halt krank kreativ gerade in den Abendstunden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man halt abends so ein bisschen später selber mal im Bett liegt oder sowas, dann kommen immer die krassesten, kreativsten Kicks bei mir. Manchmal sind es dann auch kreative Kicks, die sich dann eventuell im Bereich Fallenbau Minecraft ein bisschen ergeben. Das finde ich auch immer ganz interessant. Denn Leute, wie gesagt, Petrit und ich haben uns ein paar Fallen überlegt. Fragt ihn nach Sonnenschein. Das wird auf jeden Fall echt nicht leicht und angenehm für euch, hier einzufallen. Aber wie gesagt, das werden wir dann heute Abend alles im Livestream mit euch besprechen. So Leute, schaut mal her. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, dass die Insel schon mal deutlich schwerer einzunehmen ist, weil hier ist nämlich nur eine Mauer. Macht auf jeden Fall schon mal einen ganz anderen Eindruck, wenn man da nur eine Mauer vor sich hat, anstatt einem wunderschönen Strand, einem wunderschönen weißen Sandstrand, meine Freunde. Da landet man gerne an einer kalten Mauer, bleibt man meistens kleben und kommt da nicht hoch. Das wird auf jeden Fall jetzt schon mal ein deutliches Hindernis für euch darstellen. Wenn wir jetzt noch beginnen, meine Freunde, die Mauer so auszubauen, wie ich es geplant habe und nochmal um eins zu erhöhen, dann wird es auf jeden Fall quasi fast schon für euch unmöglich, diese Insel einzunehmen, Leute. Aber wie gesagt, da komme ich jetzt gleich erstmal zu. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hin und machen das Ganze nochmal einen Block hier nach oben, Leute, und beginnen dann gleich direkt mit dem TNT-Kanonenbau. Ich glaube sogar rein zeitlich würde ich den Brückenbau heute Abend veranschlagen, Leute, denn wir wollen hier nochmal eine kleine Bogenbrücke drüber machen, um das Ganze quasi miteinander zu connecten. Erstmal sieht es dann schöner aus und zweitens ist es für uns deutlich praktischer und drittens natürlich auch einfacher zu verteidigen. Ich denke mal, dass wir auch alsbald mit dem Mauerbau anfangen, beziehungsweise erstmal mit dem Riffbau, Leute. Das heißt, wir werden erst dann quasi beginnen, das ganze Riff um die Revolution zu ziehen und dann geht es dann letztendlich irgendwann los mit dem großen Mauerbau, Leute. Das wird auf jeden Fall ein riesiges Unterfangen. Das wird, glaube ich, mit Abstand das größte und aufwendigste Projekt, was wir jemals in meinem Leben angefasst haben, was Minecraft angeht, Leute. Ich habe so viel schon gebaut, das meiste im Game Mode allerdings und sowas, Leute, ganz ehrlich, habe ich bis jetzt noch nie im Survival Mode auf die Beine gestellt, so etwas Großes. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was für eine Challenge das wird und was uns das alles abverlangen wird. So, Leute, jetzt kommen wir nämlich zu dem kleinen Trick, den ich machen wollte. Und zwar wollte ich die Mauer ein wenig überstehend machen, wie ihr das hier sehen könnt. Die Mauer wird auf jeden Fall so konstruiert werden, dass letztendlich die Mauer für euch noch schwerer zu erreichen ist, denn ihr habt nämlich erstmal die Mauer vor euch und dann einen überstehenden Block. Das heißt, hier kommt nochmal ein Half-Slab drauf, meine Freunde. Und darauf kommen dann erst die Zinnen, beziehungsweise die Zinnenbewallung. Das ist dann auf jeden Fall für euch nochmal eine weitere Komponente, die das Ganze erschwert, hier hochzukommen. Des Weiteren muss natürlich auch die Symmetrie gewahrt werden. Deshalb dachte ich mir, tun wir hier nochmal ganz kurz einen Holzstamm hin. Passt mal auf, das sieht super aus, Leute. Super Laden. Schaut es euch an, das ist spitzenmäßig hier zu sehen. Der liebe Herr Dena ist übrigens gerade auch noch am Überlegen, ob er dazu stößt. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, sogar schon heute mit ihm darüber gesprochen oder gestern. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls haben wir uns darüber unterhalten, Leute. Und ich würde mich echt freuen, Felix, wenn du hier am Start wärst. Wir können auch jemanden Verrückten für dich gebrauchen. Gerade jemand, der so fanatisch mit TNT umgeht wie du, ist auf jeden Fall hier. Herzlich willkommen bei uns. Weil Leute, wie gesagt, so jemand brauchen wir hier auf jeden Fall. Felix hat echt eine Menge Ahnung von TNT. Oder hat er sie nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall macht er eine Menge mit TNT. Und ich glaube, das reicht schon, dass wir auf jeden Fall sagen können, Felix, du bist hier herzlich willkommen in der Revolution. Melde dich, wenn du Bock hast. So, Leute, schaut mal hier. Jetzt packen wir hier ganz kurz mal die Zinnen drauf. Dann ist das schon mal eine ganz, ganz andere Sache. Dann sieht das schon mal komplett anders aus als vorher, Leute. Allein jetzt mit dieser kleinen Insel. Ihr glaubt gar nicht, was das ausmacht. Stellt mal vor, ihr brecht durch den ersten Mauerring durch. So, was passiert? Wir haben innerhalb unserer Mauer nochmal die ganzen Holzstege, die wir verteidigen können. Dann sind um die Holzstege herum nochmal überall kleine Inseln, ähnlich wie diese hier, mit Wachtürmen und so weiter und so fort. Alles verbunden, meine Freunde, durch ein unterirdisches Tunnelsystem. Außenposten, die von uns endlos verteidigt und gehalten werden können, Leute. Das wird auf jeden Fall echt eine große Löwenaufgabe für euch, das hier zu schaffen. Aber ich bin mir sicher, dass ihr auf jeden Fall ein ehrwürdiger Gegner werdet. Vielleicht schafft ihr es ja sogar, uns zu besiegen. Das werden wir dann sehen. So, ich glaube, jetzt ist relativ ersichtlich, was ich mir hier vorgestellt habe, Leute. Und zwar, wie gesagt, ich wollte es halt so machen, weil wenn ihr jetzt quasi unter dem Ding steht und da lang taucht, gibt es auch nicht mal die Möglichkeit, einen Wassereimer da dran zu setzen. Weil erstmal seid ihr nicht hoch genug und zweitens habt ihr keine Möglichkeit, den Wassereimer so zu setzen und einfach hochzuschwimmen. Deshalb macht es auf jeden Fall nochmal schwerer, Leute. Und es ist für mich einfach auch anschaulicher, wenn ich ehrlich bin. Es sieht einfach nicht nur schick aus, sondern hat natürlich auch nochmal einen verteidigungsmäßigen Zweck. Okay, also ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stelle das Ganze hier soweit fertig. Tue hier ganz kurz die Zinnen drauf. Es gibt eine quicke Timelapse für euch zu sehen, Leute. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich ganz kurz zum Kanonenbau.
Leute, da ist mir mittendrin noch die Facecamera wieder ausgegangen, weil die Speicherkarte voll war. Ich muss mir unbedingt mal meinen Elgato Camlink hier installieren. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Freunde. Ihr seht auf jeden Fall, dass ich hier überall schon mal die Zinnen drauf gesetzt habe und das Ganze schon mal ein wenig geebnet habe. Es ist noch nicht hundertprozentig, aber ihr versteht auf jeden Fall das Grundkonzept, Leute. Das Ganze soll auf einer Ebene sein und damit für uns viel, viel einfacher zu verteidigen sein, Leute. Die Zinnen haben auf jeden Fall nicht nur einen optischen Faktor, sondern machen auch tatsächlich Sinn. Denn hinter den Zinnen kann man ganz easy Schutz vor Pfeilen suchen, meine Freunde. Das macht auf jeden Fall echt eine Menge Sinn. Gerade bei der Rebellion vor einem Jahr habe ich das echt gemerkt, Leute, wie wichtig eigentlich Zinnen sind. Die machen auf jeden Fall echt Sinn und sehen nebenbei eigentlich auch noch ganz neat und ganz cool aus. So, ich würde sagen, wir verzieren das mal ganz kurz hier, dass das auch alles passt, Leute, und dann gehen wir ganz kurz hin und bauen unser Standard-TNT-Kanonen-Design dahin. Ihr kennt schon alle wahrscheinlich in- und auswendig, so wie ich, Leute. Trotzdem ist es sehr effizient und macht auf jeden Fall eine Menge Sinn, gerade wenn ihr hier gerade mit Booten oder sowas rumfahrt, Leute, und so weiter und so fort, wird diese kleine Insel auf jeden Fall echt eine entscheidende Rolle im Gefecht spielen können. So, hier, Leute, ich würde sagen, wir machen das mal ganz kurz hier so. Ich glaube, es ist jetzt auch gar nicht so wichtig, dass wir den kompletten Boden jetzt hier ausfüllen. Das ist auch erstmal egal, Leute. Wir packen mal erstmal hier genügend Fackeln hin, damit ihr keinen Mobs oder sowas spawnen, Leute. Das wollen wir natürlich nicht an dieser Stelle, ne? Das muss nicht sein, Leute. So, wir machen hier unten mal ein paar Fackeln rein, damit hier auch nichts drin spawnt. So, schaut mal hier, Leute. Das sieht doch schon mal ganz schön hier aus, meiner Meinung nach. Dann können wir nämlich jetzt hingehen und direkt quasi die wunderschönen TNT-Kanonen hinsetzen, Leute. Die habe ich mir wieder mal vorbereitet. Ihr kennt das Design alle. Ihr kennt es, wie gesagt, alle schon in- und auswendig, Leute. Ganz simpel, ganz easy. Hier kommen die Kanonen ran. Zack, zack, zack. Davor kommt eine Piste, Leute. Ihr kennt es ja, wie gesagt, alle schon. Das habt ihr auf jeden Fall schon alle oft genug gesehen. Und ich glaube, ich muss auch gar nicht mehr großartig erklären, wie die funktionieren, Leute. Das ist echt so, so dermaßen einfach. Falls ihr nicht wisst, wie die Dinger funktionieren, zeige ich euch gerne gleich nochmal ganz kurz. Aber ich glaube, das sollte eigentlich jedem von euch schon bereits geläufig sein. Für die neuen Leute auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Das hier ist mein einzig und wahres Pistenkanonendesign, Leute. Kann ich jedem empfehlen. Macht echt eine Menge Sinn. Ist sehr effizient und vor allem super easy zu bauen. Und gerade wenn es kaputt geht, echt schnell zu reparieren. So, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall echt mal eine Menge, Menge Slime-Blöcke. Davon werden wir echt noch eine Menge, Menge brauchen, Leute. Da hoffe ich auf so Leute wie Wenigkraft, die hier gerade dabei sind, den Sumpf trocken zu legen. Schreibt ihm gerne mal im Twitch-Chat, ob er nicht wieder Bock hat, hier bei Craft Hack ein wenig aktiv zu werden, Leute. Deutsche Leute können wir auf jeden Fall echt gut gebrauchen. Gerade auch wegen ihrer PvP-Fähigkeit. Also Veni ist ja ein extrem guter Kämpfer, Leute. Der kann auf jeden Fall auch noch eine Menge gegen euch ausrichten. Wenn ihr nämlich da als Maschinen angekarrt kommt, Leute, kann Veni da auf jeden Fall auch nochmal einiges machen. So, Leute, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Ich packe jetzt hier erstmal ganz kurz die drei Kanonen hin. Ihr wisst ja, wie die Dinger funktionieren. Ich zeige es jetzt einfach nochmal trotzdem, nur damit ihr eine Menge Spaß dabei habt, Leute, weil ich muss ganz ehrlich sein, es macht eigentlich auch echt immer eine Menge Spaß, die Dinger zu zünden. So, wir packen mal ganz kurz hier ein paar Knöpfe. Wir machen mal ganz kurz 1, 2, 3 Knöpfe. So, Leute, dann laden wir ganz kurz die Dinger und dann zeige ich euch ganz kurz, wie das funktioniert. Wir haben hier vorne einmal ein wunderbares TNT. Ich glaube, ich habe die Kanonen sogar eins zu lang gebaut. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Sehen vielleicht dann schöner aus, Leute. So, wir haben hier noch ein TNT und noch ein TNT, Leute. Sieht auf jeden Fall schon mal echt bedrohlich aus. Stellt euch mal vor, ihr kommt von hier vorne angefahren. Seht diese Kanonen. Da würde ich mir auf jeden Fall echt schon mal ein bisschen in die Hose machen. Hätte ich auf jeden Fall echt eine Menge Angst vor. Beziehungsweise eine Menge Respekt. Angst vielleicht nicht, aber Respekt ist, glaube ich, das richtige Wort. Weil die Dinger ja doch schon ganz schön furchterlösend und zerstörerisch sein können. Ja, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Bam, ich smash hier den Button und einmal werden diese TNT-Dinger hier nach vorne katapultiert. Ihr seht auf jeden Fall, wie es läuft, Leute. Also, wenn da jetzt irgendwo Boote langfahren, ist das auf jeden Fall echt relativ schwierig, da für euch durchzukommen. Und ich würde sagen, Leute, das war's auf jeden Fall vom Fortschritt der heutigen Folge. Wir haben echt wieder eine Menge geschafft. Den Brückenbau und den Rest auf jeden Fall erledigen wir gemeinsam heute Abend um 19:30 Uhr im Livestream. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, meine Freunde. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, schönen Tag und wir sehen uns heute Abend um 19:30 Uhr. Macht's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.